Hallo zu einem neuen Video. Heute möchte ich Berichtsarten im Berichtswesen vorstellen. Wie unterscheiden sich diese? Das und vieles mehr sehen wir uns jetzt gemeinsam an. Einleitend: Die Versorgung des Managements mit betriebswirtschaftlichen Informationen ist ein sehr wichtiger Aspekt in der Unternehmensführung. Nur mit einem sauberen Berichtswesen kann ein Unternehmen durch schwierige wirtschaftliche Situationen erfolgreich gesteuert werden. Welche Arten von Berichten gibt es nun? Eine Berichtsart ist der Standardbericht. Dieser dient dazu, möglichst viele wiederkehrende Fragen abzudecken. Wie der Name schon sagt, sind diese Berichte in mehrfacher Hinsicht standardisiert. Die Abweichungsberichte werden hingegen nicht nach einem festen Zyklus bereitgestellt. Sie werden meistens automatisiert erstellt und dem Management vorgelegt, wenn ein bestimmter Grenzwert einer Kennzahl oder KPI unter- bzw. überschritten wurde. Die Bedarfsberichte werden dann angefordert, wenn das Management einen dringenden oder zeitnahen Bedarf zu einer Auswertung benötigt, welche nicht über einen Standardbericht erfüllt werden können. Der Standardbericht. Ein ganz großer Vorteil des Standardberichtes ist die Effizienz. Datenquellen müssen nicht neu gesucht werden, Datenextraktion und Transformation können automatisiert werden durch Templates, werden eine raschere und einfachere Aktualisierung und eine einfachere Verarbeitung der Inhalte gewährleistet. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die zyklische Bereitstellung. Das kann sein eine monatliche Bereitstellung oder vierteljährlich. Standardberichte eignen sich besonders für konzeptionelle und symbolische Nutzung in Entscheidungssituationen. Kommen wir nun zu einem exemplarischen Bericht. Hier sieht man einen Standardbericht. Dieser lässt sich über zwei Filter selektieren. Der eine Filter ist das Jahr, der zweite Filter ist die Produktkategorie. Der Bericht behält immer eine straffe Struktur und einheitliches Format bei. Das zeichnet einen Standardbericht aus. Kommen wir nun zu den Abweichungsberichten. Die Abweichungsberichte werden zur Kontrolle von bestimmten Schwellenwerten verwendet. Dabei ist die Definition eines Schwellenwertes nicht immer ein einfaches Vorhaben. Viele Fachbereiche haben dazu unterschiedliche Positionen und Sichtweisen. Deshalb muss bei der Definition ein Kompromiss gefunden werden. Nur wenn ein gut überlegter Schwellenwert definiert worden ist, kann das Management mit diesem Abweichungsbericht richtige Entscheidungen treffen. Daher ein sehr wichtiger Aspekt ist die Definition dieser Schwellenwerte. Des Weiteren ist der Abweichungsbericht charakterisiert durch eine unregelmäßige Verteilung, je nachdem, wann ein Schwellenwert ausgelöst wird. Hier sehen wir einen Beispielbericht. Dieser Abweichungsbericht weist Verkaufszahlen aus. Diese sind dargestellt in Prozente. Und wie man sieht, ist es für das Management essentiell, informiert zu werden, wenn ein gewisser Schwellenwert bzw. eine Reduzierung der Verkäufe datentechnisch erfasst worden ist. Sehen wir uns nun die Bedarfsberichte an.
Der Umfang und Informationsgehalt eines Bedarfsberichtes hängt stark vom Analyse- und Informationsbedarf des Empfängers ab. Damit ist gemeint, eine besondere Form solcher Berichte ist der Ad-hoc-Bericht. Diese werden häufig und kurzfristig nachgefragt. Deshalb weisen Bedarfsberichte oft einen geringen Standardisierungsgrad auf. Der Bedarf dieser Berichte wird häufig durch Standard- oder Abweichungsberichte ausgelöst, beispielsweise um gezeigte Daten näher zu analysieren. Bedarfsberichte sind daher selten planbar und werden in der Regel kurzfristig angefordert. Sie erfordern eine sehr hohe Ressourcenintensität in der Erstellung. Jedoch ist der Deckungsgrad zwischen dem Informationsangebot, welches bereitgestellt wird, und der Informationsbedarf sehr subjektiv. Falls ihr Fragen dazu habt, zu diesen drei Berichtsarten, hinterlasst mir bitte einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.